Paradies. Sein Uronkel. Was Frauen angeht, und ich weiß ja, hier in meiner Community befinden sich einige Schlawiner an der Stelle. Unschlagbar. Frauen in Playa oder Miami. Ja, du hockst gefühlt den ganzen Tag vorm Rechner und hast nur mit Deutschen Kontakt. Wie kann man da Spanisch lernen? Hört nie auf die Wettervorhersage in Mexiko. Musikvideos zu krank, killer as fuck. Shoutouts gehen raus an Alex Blitz, Digga. Ist halt auch alles nur möglich war, weil du auch da warst mit der Musik. So, weißt du? Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahr am Puder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. Ist der Strand von Playa del Carmen besser als der von Cancun? Auf gar keinen Fall. Strandmäßig für mich Cancun next level. So. Auch wenn du da die Buildings hast und so und das nicht so ein... Also im Winter, wo ich in Tulum war, Januar, Februar, März, April, Paradies, sein Uronkel in Tulum. So, da ist auch die Wasserfarbe ist krass, ist crazy. Aber in Cancun ist die Wasserfarbe nochmal intensiver. Also das Grün-Blau ist nochmal krasser. So. Also die Wasserqualität, die Wellen, der Strand... Nee, der Strand ist in Tulum besser, weil da ist einfach geordneter, ist vibiger, ist schöner so, durchgehend schön. In Cancun ist ein bisschen mit den Buildings und die Buildings sind auch nicht alle nice, bisschen crack manchmal und so. Aber das Wasser, Digga, brutal. Und bis jetzt schlechteste hier in Playa. Also vom Beach her hier in Playa, gefällt mir gar nicht. So, gefällt mir gar nicht, wirklich. Sowohl Strand als auch die Wasserqualität. Wasser ist relativ dunkel, Strand ist überfüllt. Du hast nicht wirklich viel Platz am Strand hier. Da kommt der Vibe kommt irgendwie nicht so rüber. So. Generell, also ich bin ja hier, um Playa zu testen. Was man halt sagen muss in Playa del Carmen, so das muss man da muss man die Hand aufs Herz legen. Aber sowas von aufs Herz gelegt jetzt gerade. Bro. Playa del Carmen, was Frauen angeht, und ich weiß ja, hier in meiner Community befinden sich einige Schlawiner an der Stelle. Was Frauen angeht, Playa del Carmen, unschlagbar. Wirklich. Also das ist unschlagbar, Bro. Diese Frauen hast du auch nicht in Tulum. In Tulum hast du auch viele schöne Frauen und alles geil und nice und so, aber viele auch mit Nase nach oben, denken die Vans und so, gefällt mir gar nicht. Hier in Playa hast du halt wirklich... brutale Qualität, was das angeht. Also da muss man wirklich die Hand aufs Herz legen. An alle Frauen, fühlt euch bitte nicht diskriminiert. Das ist hier nur rein, wie soll man sagen, rein oberflächlich betrachtet und auch so als Tourguide muss man das auch mal mitgeben an der Stelle für Leute, die hierher kommen wollen. Auf jeden Fall Frauenqualität hier in Playa del Carmen next level. Also du hast halt wirklich an jeder Ecke schöne Frauen. Du hast hier wirklich viele, sehr viele schöne Frauen. So. Also das ist das, was hier in Playa del Carmen auf jeden Fall am nicesten ist bis jetzt. So. Obwohl ich ja nicht mehr so auf den Smashy-Vibes unterwegs bin, wisst ihr ja auch. Bist du nicht müde von Umziehen? Bro, also jetzt hier dreimal umziehen innerhalb von 2 Tagen ist halt ein bisschen scheiße so. Ne? Ansonsten laufen die Umzüge eigentlich relativ cool hier. Joe, wenn du schon Tulum gebucht hast, cancel dein Shit. Du bist in Playa del Carmen richtig, Bro. Sag ich dir ehrlich, Joe. Also wenn du hier hinkommst, du gehst nicht mehr weg. Joe, du verlierst dich hier. Komm lieber nicht, geh doch nach Tulum. Bruder, wild. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, 2-mal umziehen in 3 Tagen war halt scheiße so. Ne, 3-mal umziehen in 2 Tagen. Ansonsten generell, ich habe ja nicht so viele Sachen. Ne? Ich pack auch nicht so viele Sachen aus. Meine Koffer, ich habe einen Koffer mit Winterklamotten voll, den bewahre ich auf, falls ich mal irgendwo bin, wo es wieder ein bisschen kälter wird. Vielleicht in Deutschland, vielleicht in Staaten irgendwo, wo es halt ein bisschen kühler wird, dann habe ich da einen Koffer am Start mit Wintersachen so. Ansonsten, Digga, ich packe auch nicht so viele aus, ne? Weil hier, du ziehst halt auch kaum Sachen an. Wenn du was anziehst, dann sind die halt relativ short und passen schnell in den Koffer rein so. Weißt du, wie ich meine so? Also die Sachen, die ich habe, sind schnell gepackt. Das Einzige, was immer ein Struggle ist, selbst hier das Computer-Equipment ist alles easy. Das Einzige, was ein bisschen Struggle immer ist, ist der Scooter. So und ja, die Boxenständer, Digga, die nerven mich.
Ich bin auch am Überlegen, ob ich ein, zwei Dinge noch abgeben soll, damit ich noch cooler moven kann. Weil ich hatte auch schon überlegt, mal wieder einen Trip zu machen in ein anderes Land oder so, weißt du? Einfach auch für den Vlog und für den Vibe, so. Ja, müssen wir mal schauen. Aber ich bin quasi, wie nennt man die Leute, die immer rumreisen, die kein Zuhause haben? Ich habe kein Zuhause, Bro. Ich bin ohne Zuhause am Start. Zuhause out, man. Frauen in Playa oder Miami? Ja, Bro, in Miami war ich nur 3 Tage gewesen und ich war nicht so viel unterwegs gewesen, ne? Aber ich muss sagen, Playa, also hier habe ich auf jeden Fall schon in den Tagen, wo ich hier bin, schönere Frauen gesehen. Mehr Frauen vor allen Dingen. So, aber ich glaube, die Ami-Girls, ja, es ist schwer, es kommt drauf an, so. Mein Problem ist halt auch, dass ich kein Spanisch kann, so. Und der Vibe hier halt auch immer noch so Latino-mäßig ist und so. Keine Ahnung. Ich glaube halt, in Amerika funktioniere ich auch besser als Mann. Wenn ihr wisst, was ich meine. Globetrotter. Globetrotter, edit man. Nomade. Vicio. Zigeuner. Hör auf, Bruder. Das Wort sagt man nicht mehr. Streuner. Nomad. Yes, sir. I'm a nomad, motherfucker. Es artet aus. Ausarty Vibes, man. Ausatmen, motherfucker. Digital Nomad. Something like that, bro. Bruce Lee hat gesagt, reise mit leichtem Gepäck, mein Freund. Ja, safe. Ist halt nicht so einfach, wenn du den Job machst, den ich mache. Und vor allen Dingen, wenn dein scheiß MacBook kaputt gegangen ist, so. Und du dir irgendwie Bildschirm und PC kaufen musstest, Digga. Fuck mich heute noch ab. Ja, du hockst gefühlt den ganzen Tag vorm Rechner und hast nur mit Deutschen Kontakt. Wie kann man da Spanisch lernen? Also ich hock nicht den ganzen Tag vorm Laptop rum. Oder Rechner. Rechner, ich küsse dein Herz. Ich bin auch relativ, ja, okay, ich bin schon viel am PC, weil ich halt einmal am Tag ein Video raushaue und paar Mal die Woche auch live gehe, aber ich bin auch schon viel draußen. Ich bin eigentlich die meiste Zeit im Gym. Nee, also Gym und Arbeit kostet schon viel Zeit, aber Bruder, von nix kommt doch nix, ne? So. Also, was soll ich dir sagen, Bruder? Ich sitze hier am PC am Tag meine 3 Stunden ungefähr. 4 vielleicht. So, dann gehe ich ins Gym noch meine 2 Stunden, 2,5. Dann hast du schon 6,5 Stunden. Und ja, und diese Zwischensachen halt, ne? Essen, kochen, duschen, muschen, dies, das, bla bla bla. Da geht viel Zeit drauf, Bruder. So. Dann geht man auch nochmal raus, dreht ein Videoblog. So, ich bin jetzt, also ich habe, seitdem ich hier bin, ich mache ja keinen Urlaub, Bro, weißt du, wie ich meine? Wenn ich jetzt die Urlaubsvibes rausholen würde und irgendwelche Trips planen würde oder irgendwelche Eierschaukeleien oder Party machen oder so eine Scheiße, Bro, du siehst ja jetzt schon, dass ich struggle mit Reichweite, Zuschauern, Klicks und so eine Scheiße. Und wenn ich noch weniger machen würde, würde das noch weniger werden. Und dann würde ich noch weniger Geld verdienen und hätte noch mehr Angst davor, finanziell kaputt zu gehen. Im Lebensabschnitt nicht die Zeit zum Chillen oder zum Spaß haben oder zum Eierschaukeln oder zum Rausgehen und irgendwelche Leute kennenlernen, so. Weißt du? Ich versuche halt trotzdem immer noch ein bisschen die Waage zu halten, trotzdem den ein oder anderen Tag mal an Beach zu gehen, da ein bisschen zu entspannen. So, versucht es im Tag irgendwie auch manchmal mit unterzukriegen oder wenigstens mal 20 Minuten, eine halbe Stunde oben aufs Dach in den Pool rein oder so. Aber das ist natürlich gerade nicht der Main-Fokus, ne? Apropos Fokus, ich glaube, die Kamera ist nicht fokussiert, wa? Doch. Das ist halt nicht der Main-Fokus, so, ne? Der ist das. Das kann man auch nachvollziehen, denke ich mal. Wie viel Grad ist gerade in Mexiko? Bro, gerade ist brutal heiß. Heute, ich weiß nicht, was heute los ist, heute ist krasses Wetter. Also ich bin heute um 10 Uhr aufs Dach gegangen, habe meine Yoga-Routine gemacht, so. Und ich habe gedacht, ich verreck vor Schwitzen. Brutal. Also hier ist brutal heiß heute. Die Gradzahl ist da gar nicht, ich weiß auch nicht, was das hier ist, aber du kannst dich null auf die Wetteransage hier. Also wenn die hier sagen, guck mal, Wetter Playa del Carmen. Da steht jetzt 31 Grad. So, aber ich habe das Gefühl, es ist, Bro, 50 Grad. Da steht 31 Grad und Regen, überwiegend bewölkt. Und das sieht so aus.
Weißt du, was ich meine? Also, hört nie auf die Wettervorhersage in Mexiko. Nie, vor allen Dingen nicht hier. Und wenn da steht Regen, dann ist es auch kein richtiger Regen. Dann regnet es mal 5 Minuten und dann hört es auch wieder auf. Also, ich habe noch nicht einmal erlebt, dass die Wettervorhersage recht hatte. Noch nicht einmal. Bis jetzt haben die immer gelogen. Hab gelogen. Zoom mal ins Crack-Building. Das ist nicht mehr das Crack-Building, Bro. Das Crack-Building war auf der anderen Seite. Crack it out, man. Wann kommt ein neuer Song? Feier deine Musik voll. Ich küsse dein Herz, Bruder. Check mal das letzte YouTube-Video auf Lovelock Lifestyle ab. Ich verlinke das hier nochmal rein. Musikvideos zu krank, killer as fuck. Shoutouts gehen raus an Alex Blitz, Digga. Der hat's möglich gemacht auf jeden Fall. Bester Mann. Ich küsse dein Herz, Alex, falls du das siehst. Skrrr. Oh, ey, Dicker. Das kann doch wohl nicht wahr sein, Bruder. Genau in dem Moment schreibt Alex in die Kommentare rein, Bruder. Bro, die Connection ist da. So, Alex sagt, Herzensmensch, ich hoffe, bin bald wieder da. Dann drehen wir ein Baba-Musikvideo, glaub mir. Lieber wenig Geld in Mexiko als viel Geld in Deutschland. Im Regen mit negativen Vibes. Ich küsse dein Herz, Bruder. Bester Mann, Bro. Ich habe gestern noch an dich gedacht, wirklich. Ich habe gestern noch... Irgendwas war. Ich habe auch im letzten Video auf Lovelock Lifestyle habe ich auch kurz über dich geredet, Bro. Einfach so dieses... Dass das halt auch alles nur möglich war, weil du auch da warst mit der Musik. So, weißt du? Viele Leute fragen sich jetzt, warum kommt nichts mehr? Warum dauert es so lange und so? Aber ich habe halt mit Alex auf so einem krassen Niveau auch angefangen, dass es halt auch für mich jetzt schwerfällt, da weiter abzuliefern. Vor allen Dingen, wenn finanziell nicht so geil aussieht. Und du musst halt auch erstmal jemanden finden, der ein Musikvideo so drehen kann wie der Alex. So, weißt du, wie ich meine? So, wo man auch so ein geiles Zusammenspiel hat, Digga. Und deswegen ist es halt auch so, dass es mit der Musik gerade ein bisschen dauert, bis es weitergeht. Aber wenn es weitergeht, dann geht's weiter so. Also bleibt auf jeden Fall gespannt. Jake Tyler, danke für den Fünfer. Ich küsse dein Herz. Dabei ist alles. Danke für den Support, Bro. Diese Momente waren unvergesslich. Einfach, man hat Spaß mit der Arbeit gehabt. Es war keine Arbeit, Bro. Für mich war es keine Arbeit, Digga. Du musst auch überlegen, Bro. Für mich war es auch das erste Mal, weißt du? Ich habe ja noch nie Musikvideos gedreht vorher. Noch nie vor einer Kamera performt auf dem Level so für ein Musikvideo. So, und das war krass für mich, Dicker, ich schwör's dir, so, und durch dich habe ich halt auch, keine Ahnung, Mann, wir haben so ein geiles Zusammenspiel gehabt, Bro, da musste gar nicht geredet werden, man hat einfach gemacht. Kannst du noch alle unter einem Dach mit Steve Urkel, Urkel it out, man, normal, Steve G, man, Steve Urkel, Digga, beste. Tim Lannister sagt, Leon, lass dich nicht unterkriegen, einfach mal so auf generell, safe, Bro. Wenn ich eins kann, Digga, dann am Start bleiben. Wenn ich eins nicht kann, ist es aufgeben. Geht nicht. Geht nicht, Bro. Ich habe das Gefühl, wenn ich aufgebe, dann kann ich auch hier runterspringen. Also, fuck, Digga. Sun is burning, man. Gibt's in Mexiko Döner? Gute Frage. Ja, gibt's. Gibt's. Genau hier, wo ich wohne, Fifth Avenue. 5, 6 Blocks weiter. Shawarma, Döner, alles.